Junge, ich bitte dich, versteh mich doch. Ich habe Angst um euch. Meinst du nicht, es wäre doch besser, wenn ihr beide hier bleibt? Vater, aber du hast doch immer gesagt, wenn du jünger wärst. Und wir beide sind noch jung. Wie soll ich erleben? Du selbst hast mich doch so erzogen. Und jetzt in den letzten Minuten, was hat das für einen Sinn, Vater? Ist da alles gut überlegt? Wie lange hat es gedauert, bis wir so weit waren? Ja, ich weiß. Wer hätte geglaubt, dass alles mal so kommen wird? Schrecklich. Aber wir müssen all unsere Kraft zusammennehmen. Wir haben sie nötig. Ich hier und ihr drüben. Und passt gut auf euch auf, Kinder. Es heißt, sie haben Hunde. Keine Sorge. Der Mann, der uns führt, kennt den Weg bei nahem Schlaf. Er macht es nicht zum ersten Mal. Aha. Das Gold habt ihr doch. Alles, Vater. Es war genau abgesprochen. Das Mindeste an Gepäck. Jeder nur einen Rucksack und Bezahlung in Gold. Ja, und ist das weit von der Grenze, wo ihr euch treffen werdet? Sagtest du nicht Hirn auf Maruschka? Ja, ganz recht. Wir sollten noch nicht darüber sprechen. Warum hast du Vater den Ort genannt? Nicht böse sein. Es ist meine Schuld. Ich habe immer wieder gefragt. Das war verkehrt. Das war verkehrt, auch deinetwegen. Sie werden dich verhören. Wenn wir weg sind, wird man nach uns fragen. Und was wirst du ihnen dann sagen, na was? Ich weiß es nicht. Wie ich ohne euch leben soll, weiß ich auch nicht. Wirklich nicht. Leb wohl, Vater. Einsteigen bitte! Türen schließen! Wir schreiben sofort. Unter dem Decknamen, damit du keine Schwierigkeiten kriegst. In Druckbuchstaben mit den Namen Suska und Kaya, wie verabredet. Leb wohl. Mach's gut. Adieu. Peter! Wir werden schon schaffen, Vater. Da, nimm das, du wirst es brauchen. Nein, das geht nicht. Ich bitte dich, steck das also, weg. Nimm ich schon, gesagt, du sollst sie wegstecken. Aber Junge, du sollst sie nehmen. Das ist doch Wahnsinn, Vater. Peter, ich will, dass du sie hast. Bitte. Für diesen Fehldruck zahlen sie dir überall ein Vermögen. Jeder Philatelist träumt davon, sie zu besitzen. Und wenn es euch mal schlecht geht, wer weiß. Aber du hängst doch so an der Marke. Das nehmen wir nicht an. Nein, Vater. Mhm. Danke, Vater, danke. Danke dir. Wir schreiben gleich. Auf Wiedersehen. Bleib gesund. Auf Wiedersehen. Thank you.
schon. Wir müssen warten. Keine Angst, er wird uns schon holen. Ich hab dir gesagt, wir dürfen nichts fragen. Das hat er extra verlangt. Aber wieso? Sei doch still! Hören Sie sich auf Wache? Ja. Ich werde Sie zur alten Försterei bringen. Wieso? Ich dachte, Sie wollen uns... Machen Sie sich keine Sorgen. Es läuft wie verabredet. Am Försterhaus wird Sie der Onkel übernehmen und bringt Sie rüber. So wie es dunkel wird. Na siehst du, Marashka, es klappt doch alles. Ist es noch weit bis dahin... Ja, Ich arbeite hier auf der Strecke. Dem Onkel helfe ich nur hin und wieder. Bertha! Na, was ist? Wenn wir uns beeilen, können wir in einer Stunde da sein. Und wann kommst du wieder? Na, so wie gewöhnlich. Ich mache meinen Rundgang. Wenn jemand anruft, schon dann sagst gut. du... gut. Na, gehen wir. Hier lang. Ist es denn weit bis zum Forsthaus? Ach, Ivo, ein Stück. Hier sehen Sie. Sie müssen gut aufpassen. Von da drüben werden immer Blinkzeichen gegeben, sobald es dunkel wird. In Abständen, regelmäßig. Dann werden sie rausgehen und sich immer nach dem Licht richten, bis sie vor dem Onkel stehen. 500 Meter von hier ist die Grenze, davor ein Sumpf, aber er kennt den Weg genau. Also haben Sie alles verstanden? Ja, ja. Na dann, ich habe getan, was ich konnte, also Gott befohlen. Moment, warten Sie. Sie werden uns doch nicht umsonst helfen wollen. Hier, nehmen Sie. Mein liebes Fräulein, ich werde vom Onkel bezahlt, das ist so vereinbart worden. Von Ihnen nehme ich nichts. Um nichts auf der Welt. Komischer Patron. Der war ja fast beleidigt. Willst du was essen? Nein. Vielleicht wenigstens eine Schnitzel. Aber nicht jetzt. Wie lange kann das schon dauern? Höchstens eine Stunde und wir sind drüben. Wo werden wir übernachten? Was weiß ich. Nicht mein Pyjama konnten wir mitnehmen. Dummerchen. Morgen können wir uns kaufen, was wir wollen. Gleich im ersten bayerischen Ort. Der Onkel ist schon gekommen. Mach schon. Beeil dich, damit er nicht warten muss. Na. Mein Gott, komm. So, komm doch endlich. Put, na? So. Put. Hier? Na. Hier, put. Zum Teufel, was diese elenden Viecher zusammenfressen, können den Schlund nicht vollkriegen. Ach, das ist schon eine Plage mit euch. Oh. Um Gottes Willen, schnell, das Forsthaus brennt! Hör doch endlich! Hörst du denn nicht?
mein Gott, steh auf, steh auf. Ja, ach, ja. Das hat uns gerade noch gefehlt. So ein Unglück. Komm schnell vor. Du frag nicht so blöd. Es brennt. Los, ruf die Post an, Mann. Los doch, los. Oh. Wie kann denn das bloß... Das ist doch, was stehst du hier noch rum, Menschenskind? Ruf den Postmeister an, er soll was unternehmen. Ja, doch. Ach, ruf okay, endlich an, er wird schon Rat wissen. Fahr Sie schon los, Genosse Vorsitzender. Schnell beeilen Sie sich. Ihr müsst den Brand unbedingt eindämmen. Ja, selbstverständlich, ich bleibe hier. Falls es den Wald erfasst, warte auf Abruf. Warum den Kreis? Damit werden wir bestimmt allein fertig, da bin ich ganz sicher. Na bitte, dann rufe ich eben den Kreis an, damit Sie in Bereitschaft sind. Mit Schlauch auslegen. Beeilt euch. Los, beeilt euch. Seid vorsichtig. Der Dachstuhl ist abgekohlt. So, das wäre geschafft. Die alte Bude soll der Teufel holen. Hauptsache, es hat den Wald nicht erwischt. Nochmal Schwein gehabt. Von wegen Schwein gehabt. Bedanken Sie sich bei den Jungs. Und Wasser war auch in der Nähe, sonst wäre es anders ausgegangen. Einfach nicht zu verstehen, wie hier ein Feuer ausbrechen konnte. Der Boden ist überall feucht. Und Waldarbeiter waren auch schon eine Ewigkeit nicht hier oben. Na eben. Vorsicht, der Wald! Kommen Sie mal her, Vorsitzender. Hier, sehen Sie sich das mal an. Drei Tage lang haben wir da oben gewühlt, wie die Maulwürfe. Nur ich und die beiden vom Kreis. Krümel für Krümel. Viel ist es nicht. Ah, wie mit dem Mehlsieb. So. Da kannst du irre werden. Menschenskind, die Berge von Asche, das war vielleicht eine Sauarbeit. Ja, und ihr habt bestimmt nichts übersehen. Wenn du da noch einen einzigen Knopf findest, kannst du mich sofort rausschmeißen. Selbstverständlich ist das alles. Ich nehme das mit nach Prag. Ich soll um 4 Uhr dort sein. So ein bisschen Krimskrams. Naja, ich muss dir leider sagen, es ist nicht gerade üppig. Na, hör mal. Aber der Mensch freut sich, danke. Bitte, gern geschehen. Aber über die Brandursache wisst ihr nichts. Na, willst du dir ein? Du hättest da noch irgendwelche Spuren entdeckt. Ich sag doch gar nichts, Läuser. Vielleicht wird die Obduktion der beiden Leichen, ich meine der Reste, die zur Gerichtsmedizin überführt wurden, mehr Klarheit den bringen. Den Doktor möchte ich mal sehen, der imstande ist, bei diesem Klumpen noch was festzustellen. Das waren schon keine menschlichen Körper mehr, sondern... Ich kann dich beruhigen. Ach. Es gibt einen solchen Doktor in Prag. Willkommen in Prag, Hansa. Wir sitzen hier schon wie auf Kohlen und warten. Das habe ich nicht erwartet, dass ich dir hier begegnen würde. Ich habe geglaubt, du jagst die Versanden, nachdem du so befördert worden bist.
Solche Lappalien gehören doch nicht mehr in dein Ressort. Nur nicht so voreilig. Die Sache fällt vielleicht mehr in meinen Bereich, als du denkst. Major Pavlacek, Chef der Prager Kriminalpolizei. Wir kennen uns schon, nicht wahr? Bisher zwar nur telefonisch. Ach. Ich hoffe, Sie haben alles mitgebracht. Hab ich. Guten Tag, Konsa. Weißt du schon was von den beiden? Naja, also... Lass mich bloß nicht im Stich, Doktor. Na, dasselbe könnte ich dir sagen. Pack deinen Schatz endlich aus. Ich habe für dich große Reklame gemacht. Bei dem armen Teufel von Wachtmeister, der diesen ganzen Krempel hier wie einen Maulwurf ausgebuddelt hat. So, nun zeig mal, was du kannst. Und bleib ganz ruhig, alter Junge. Unmögliches erledigen wir sofort. Wunder dauern etwas länger. Das ist ja das reinste Bilderrätsel. Sowas hatte ich schon lange nicht in den Fingern. Ja, eigenartig. Was ist das? Donnerwetter. Das ist ja merkwürdig. Waschek. Sieh mal hier. Sollte das etwa... Sieh mal. Tatsächlich steht ja drauf. Seine Arznei. In der gleichen Verpackung, wie sie bei ihm zu Hause liegen. Mein Kompliment für deinen Wachtmeister. Also schreiben wir mal. Der Name des Opfers ist Rudolf Vollmann. Des Opfers? Wieso war das Mord? Überhaupt kein Zweifel. Der Schädel weist Spuren eines Schlages auf. Er hat zwar den Knochen nicht beschädigt, war aber tödlich. Rudolf Vollmann, 62 Jahre, Prag 12, Klaschdanie 38. Hollmann besaß eine Fabrik für Farben, Lack und Chemikalien. Sagt euch das etwas? Seine Acetonfarben waren in der ganzen Republik bekannt. Das Obduktionsprotokoll und ein paar Fotos, mehr ist von ihm nicht übrig geblieben. Und wir glaubten, er wäre längst über alle Berge. Er wurde bereits seit über 2 Monaten vermisst, deshalb beschäftige ich mich damit. Solche Fälle haben wir Dutzende. Ach was, Hunderte. Sie laufen weg. Unsere Republik ist ihm nach dem Februar zu rot geworden. Bei denen wundert's mich nicht. Ach, von mir aus sollen sie doch gehen, wenn sie unbedingt wollen. Aber sie werden häufig von Spionageorganisationen angeworben. Im Übrigen schleppen sie auch Gold und Wertsachen mit raus. Da werden alle möglichen Tricks angewendet. Über internationale Banken und Versicherungen. Mhm. Na, so wie dieser Herr Hollmann. Er hatte auch in der Schweiz eine Fabrik für pharmazeutische Erzeugnisse. Asmarol. Das stellt auch die Fabrik in Basel her, nicht wahr? Er hatte selbst schweres Asthma. Seit vielen Jahren. Und seine Medizin war bei uns ein einmaliges Mittel dagegen. Wäre es nicht möglich, dass er sich bei dem Fluchtversuch übernommen hat? Die Wege da oben sind ziemlich steil. Vielleicht war es ein Unfall und er hat sich das Genick gebrochen. Ach wo, das war bestimmt kein Unfall. Das muss ein Schlag mit einem Knüppel gewesen sein. Und was ist mit der Frau? Wurde nachher auch gefahndet? Ja, warte. Sie war wesentlich jünger. Etwa 30 Jahre. Mittelgroß etwa 1,65 Meter. Vollschlank. Blondine. Wurde sie auch ermordet? Ja, genau wie er. Steht einwandfrei fest. Guck mal hier, dieses Drahtseil, das sie um den Hals hat, damit wurde sie erwürgt. Das habt ihr verständlicherweise nicht bemerkt, weil der verkohlte Schal die Stelle verdeckt hat. Bisher haben wir noch keine einzige Spur. Bei allen Fällen von Grenzverletzungen ist etwas Ähnliches bisher noch nicht vorgekommen. Was hat sie in der alten Försterei gesucht? Das habe ich mir auch schon überlegt. Käme vielleicht ein sexuelles Motiv in Frage? Schwer zu sagen. Das war doch keine Obduktion. Ich konnte nicht mehr feststellen, ob sie vergewaltigt wurde oder was sonst war. Vielleicht kann uns das hier weiterhelfen. Hier im Unterkiefer, das ist eine Spezialarbeit. Hier, sieh mal. Mhm. Was denkt ihr, wie viele Zahnärzte sowas herstellen? Wenn wir zumindest wissen, wo es her ist. Ein Stomatologe würde seine Arbeit erkennen. Da fällt mir noch was ein. Hier, diese Damengeldbörse. Ich habe mal kurz reingesehen. Es sind da irgendwelche Quittungen und Zettel. Alles ist angekohlt. Vielleicht ergibt sich daraus ein Anhaltspunkt. Mhm. Na, wir schicken es gleich in unser Labor. Da sitzen unsere Zauberer. Vielleicht können die noch was draus annehmen. Bring's gleich hin. Und Sie sollen sich beeilen. Warten Sie doch das Ergebnis hier ab, ehe Sie zurückfahren. Das da kannst du mitnehmen. Umfrage bei allen Zahnärzten. Machen Sie es sich bequem. Kommen Sie. Mhm. Was ist denn?
Warum starrst du mich so an? Nichts. Ich überlege bloß, ob diese Dienststelle hier vielleicht besser zu deinem Typ passen würde. Na, Major, könnten wir beide nicht noch an den geschickten Unterleutnern gebrauchen? Was meinst du? Und ob wir es könnten? Aus welchem Bezirk hast du schon mal ein so gut vorbereitetes Beweismaterial bekommen? Ja, 10 solcher Männer könnte ich gebrauchen und nicht nur einen. Du bleib mal auf dem Teppich. Mir reicht 2 Morde auf dem Hals und noch nicht die geringste Spur. Na, was soll ich machen? Gib mir doch mal einen Rat. Dir? Du gehst in deinen Kreis zurück und fängst an. Mit gar nichts. Du besitzt doch alle Voraussetzungen, ein zweiter Sherlock Holmes zu werden. Also, Loiser, kannst du mir sagen, was das ist? Beziehungsweise, was das war? Ganz klar, das ist doch... Na? Kein Schimmer. Ja, altes Haus. Das war mal eine Eintrittskarte ins Kino Svet in unserem Ort. 13. Reihe, Sitz 16, vor einem Monat und 17 Tagen, präzise. Das ist ein Kunststück, was? Alle Achtung. Naja, ein Park hat man uns hier gelobt. Tatsache. Ja? Besonders diesen findigen Burschen mit dem... Mehlsieb soll ich grüßen. Na, dann nimm das wieder. Aber über die Wohnung dieses findigen Burschen ist wohl kein Wort gefallen, was? Verehrter Herr Kollege, die Kriminalistik ist eine wunderbare Wissenschaft. Dessen sollten Sie sich endlich bewusst werden. Die darf man nicht mit Wohnungsproblemen herabwürdigen, weil das die Vorgesetzten nur sehr ungern hören. Abgesehen davon, dass Sie zurzeit keine Bleibe benötigen, weil Sie nämlich in den nächsten Tagen von früh bis spät unterwegs sein werden. Von einem Zahnarzt zum anderen und nicht bloß in der Stadt, sondern im ganzen Bezirk. Und da werden Sie feststellen, welcher von Ihnen diese Spezialarbeit gemacht hat. Ist das auch so eine Marotte von den Spezialisten aus Prag? Na, wieso Marotte? Das ist ein guter Einfall, Sie Maläuser. Wir haben erkannt... Ach so, ihr habt erkannt. Na ja, Sie haben erkannt. Aha. Wenn diese Blondine bei uns ein Kino besucht hat, dann kann sie auch bei uns in Zahnbehandlung gewesen sein. Das ist doch kein Zahnarzt, das ist ein Pferdedoktor. Ja. Also der Nächste, bitte. Hier, bitte. Nur Mut, junger Mann. Haben Sie bei uns eine Karte? Ich kann mich nicht an Sie erinnern. Na kommen Sie, setzen Sie sich. Welcher tut weh? Keiner. Ich bin Wachmeister Bartik. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Da bin ich aber neugierig. Wir müssen unbedingt wissen, wer diesen Zahn hier behandelt hat. Sie können gehen, Anelka. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ist er wirklich interessant? Das ist ein Attachment. Wo haben Sie das gefunden? Oder am Ende vielleicht ein Mord? Sie sind bereits der 16., der mich das fragt. Aber ich frage Sie jetzt. Von wem, wann und wo ist dieses, wie sagten Sie das? Attachment. Attachment angefertigt worden. Aber geben Sie her, Sie wissen es ja sowieso nicht. Moment. Das ist noch nicht raus. Meinen Sie wirklich? Tja, das da ist... Na, das sieht aus, ich würde sagen, genau wie vom alten Hodeck. Hodeck? Wer ist das? Das müssten Sie aber wissen. Hodeck war nämlich der Erste, der nach dem Krieg in Westböhmen mit solchen Arbeiten anfing. Wissen Sie das hundertprozentig, Doktor? Mit absoluter Gewissheit. Der alte Hodeck ist nämlich mein Lehrmeister gewesen. Ich versichere Ihnen, seine Arbeiten kennt man unter Tausenden wieder. Bitte, wenn Sie mir nicht glauben, fragen Sie woanders. Aber nein, wenn Sie das sagen. Wo ist seine Praxis? Er praktiziert nicht mehr. Nicht mehr? Er ist in Pension. Wohnt irgendwo bei seinem Sohn, aber ich weiß leider nicht wo. Sie werden ihn schon finden. Na, selbstverständlich. Diese Arbeit habe ich gemacht. Sehen Sie sich diese Qualität an, meine Herren. Alles aus Gold. Sowas bekommen Sie heute nicht mehr. Stammt noch aus der Ersten Republik. Naja, die konnten sich das leisten. Wer? Pardon. Selbstverständlich, Sie haben mich ja nicht hergebeten, um einen Vortrag über Zahnmedizin zu hören. Diskretion wird zugesichert. Selbstverständlich. Also die betreffende Dame heißt Malkova. Sie gibt den Pilsen Klavierstunden. Und diese Prothese hier mit dem Attachment sowie verschiedene Plomben und Füllungen habe ich ausgeführt. Das war, warten Sie, 1947, vor 2 Jahren. Sie bekam finanzielle Zuwendungen. Ein reicher Fabrikbesitzer aus Prag. Sie meinen Herrn Hollmann, nicht wahr? Pardon. Diesen Namen nannten Sie, nicht ich. Kannten Sie den Mann? Dem Namen nach. Sein Gebiss wurde in Prag gemacht, von Dr. Bradatsch. Das ist nichts Besonderes. Trotzdem, es war eine ganz brauchbare Arbeit für einen Universitätsprofessor. Übrigens, der Hollmann litt an schwerem Asthma. Und die Malkova, war das eine Verwandte? Eine Verwandte?
Ich weiß nicht, wie sowas bei Ihnen bezeichnet wird, aber kurz und gut. Sie war sein Verhältnis, er kam so oft aus Prag, sie lebte allein. Sie war ein Waisenkind. Wissen Sie, sie war eine aparte Erscheinung, sehr damenhaft. Sie hatte auf ihn einen magischen Einfluss, meine Herren. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen? Warum zuletzt? Wollen Sie damit etwas sagen? Ach so, die beiden sind über alle Berge und Sie klopfen bei mir auf den Busch, ob Nein, ich darüber nicht was auch. Weiß. Ich bitte Sie, Herr Hudek, stellen Sie sich doch nicht naiv. Wie könnte ich das hier haben, wenn die beiden weg werden? Ja. Da haben Sie vollkommen recht. Hier ist es, Maria. Ist er etwa tot? Alle beide. Alle beide. Na bitte, da sehen Sie es wieder mal. Ein Leben, was ist das schon? Ein Schmarren. Und der war nun schwerreich. Und die Frau hätten Sie sehen sollen. Diese Frau am Klavier. Einfach herrlich. Hollmann hat sie sicher als Erbin eingesetzt. Wem wird das alles jetzt zufallen? Am Ende noch der alten Schraube der Sochorowa. Wer ist das? Ihre Tante. Eine Goldschmiedswitwe. Die weiß genau Bescheid, meine Herren. Ihr Mann brauchte vor der Verstapelung keine Angst zu haben, sonst hätte sie nämlich alles geschluckt. Na, ein Glück für ihn, dass er bei Zeiten gestorben ist. Ja, dann bedanken wir uns bei Ihnen, Herr Hudek. Sie haben uns sehr geholfen. Ich muss Sie bitten, über den Vorfall mit niemandem zu sprechen. Aber das ist doch selbstverständlich. Erlauben Sie, was war bei den beiden die Todesursache? Nähere Informationen eventuell. Selbstverständlich, gern, sehr gern. Übrigens, wenn Sie auch mal mit Ihrem Gebiss Schwierigkeiten haben sollten, können Sie sich gerne an mich wenden. Ach, Sie fürchten, ich mache Schwarzarbeit? Nein, nein, nein. Keine Schwarzarbeit, verehrter Herr. Ich will doch nicht auf meine alten Tage noch ins Gefängnis wandern. Nein, ich mache das jetzt umsonst und wissen Sie auch wieso? Ja. Sie werden lachen. Ich kann ohne diese verflixte Arbeit einfach nicht mehr leben. So ist das. Können Sie sich das überhaupt vorstellen, der alte Hodeck umsonst davor war? Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Sagen Sie mal, sind Sie blind? Mann, sehen Sie denn nicht? Ich habe Feierabend. Frau Sucherowa? Ja. Was wollen Sie von mir? Ich war schon in der Wohnung bei Ihnen, aber man hat mir gesagt, dass Sie hier verkaufen. Drum bin ich hier. Schließlich muss ich ja arbeiten. Ja, ihr habt mir doch alles genommen. Also was wollen Sie noch von mir? Ich wollte Sie nur bitten, dass Sie mal mitkommen. Zu uns aufs Revier. Es ist nur, wir brauchen eine Auskunft. Nehmen Sie mich nun gleich so fest? Oder darf ich mich vorher noch umziehen? Das bitte natürlich, selbstverständlich. Ich warte auf Sie. Die beiden sind verlobt. Der Altersunterschied ist da unwesentlich. Früher oder später heiratet meine Nichte den Mann. Und ich befürworte das. Ist das alles? Noch eine Kleinigkeit. Wie wollen Sie ihr das mitteilen? Ich verstehe Ihre Frage nicht. Ich kann es ihr sagen, oder? Sie wurde schon seit 2 Monaten nicht mehr in der Stadt gesehen. Wissen Sie, wo sie ist? Soll sie wohl sein? Selbstverständlich in Prag bei Hollmann. Das ist doch logisch. Nein, das ist gar nicht logisch. Er ist nämlich ebenfalls schon 6 Wochen nicht gesehen worden. Wissen Sie das? Wo ist er? Sicher sucht er irgendwo ein neues Arbeitsgebiet, so wie die Dinge liegen. Man hat ihm die Fabrik weggenommen. Was soll er tun? Sie sind doch die Polizei. Suchen Sie sie doch selber. Ich kann nicht begreifen, warum Sie mich fragen. Es tut mir wirklich leid, dass Sie mich nicht verstehen wollen. Ich habe gehofft, Sie würden über die beiden ganz offen mit mir sprechen, über alles, was Sie wissen. Nichts. Nein, das glaube ich Ihnen nicht. Sie wissen, dass Sie ins Ausland wollten. Und zwar illegal. Aber Sie sind nicht rübergekommen. Sie sind beide tot. Wie war das? Sie sind wohl verrückt geworden. Bitte, seit wann schreiben denn tote Ansichtskarten? Wenn Sie sowieso schon wissen, dass Sie drüben sind, dann brauche ich Ihnen nichts vorzumachen. Ich bitte Sie nur um eins, versuchen Sie nicht länger etwas von mir zu erfahren. Es ist zwecklos. Ich weiß nichts über Ihr Verschwinden, absolut nichts. Hier sehen Sie, das war die erste Karte. Diese Postkarte kam eine Woche, nachdem Sie fort waren. Und diese hier. Die zweite. Die kam erst vorgestern an, also müssen Sie leben.
Genau so war es vereinbart. Suska und Kaya. Obwohl er Rudolf heißt und sie Olga. Na, und diese Karte von vorgestern, die kommt direkt aus Nürnberg, sehen Sie doch selber. Also was wollen Sie wirklich? Ist Ihnen dieser Ohrring bekannt? Aber das ist... Natürlich, diese Ohrringe kriegte doch Olga zu ihrem 17. Geburtstag. Die hat noch meinen Mann. Der hat sie immer getragen, das weiß ich bestimmt. Wo haben Sie die her? Aus dem Brandschutt eines alten Forsthauses. Ihre Nichte und ihr Partner sind dort ermordet worden. Noch auf unserem Gebiet. Ach. Glauben Sie mir nun? Wenn nicht, werde ich Ihnen Fotos vorlegen, die das eindeutig beweisen. Nein, es nicht. Bitte nicht. Nein. Loisa! Loisa! Bring schnell Wasser. Frau Sacharowa. Frau Sacharowa. Bring sie nach Haus, mach. Sie hat sicher irgendwelche Nachbarn. Die sollen sich um sie kümmern. Vielleicht sind die hilfsbereiter als sie. Ich fahre damit sofort nach Prag zu Kalina. Gleich jetzt in der Nacht. Ich fürchte nur, dass wir von solchen freundlichen Grüßen noch mehr bekommen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Menschen es noch bei uns gibt, die vermögend sind und die von dem wahnsinnigen Wunsch besessen sind, drüben zu leben. Die würden alles dafür geben. Und irgendwelche Bestien machen daraus ein Geschäft. Sie leben mitten unter uns. Geben sich als Menschenfreunde aus, um ihre Opfer dann kaltblütig umzubringen. Wir müssen sie fassen. Aber wie? Wissen wir im Voraus, wer wann geht und wo? Und wer ihm dabei hilft? Vorläufig gibt es nur eine Möglichkeit. Sämtliche Postämter streng zu überwachen. Ganz besonders in eurem Bezirk. Und darauf zu achten, bei wem als Nächsten so eine Postkarte ins Haus flattert. Nehmen Sie doch Platz, Herr Wachal. Ja. Bitte. Danke. Wir haben Sie hergebeten, Herr Wachal, weil da so eine Geschichte passiert ist. Ja, ich weiß. Eine strafbare Handlung. Ich gebe alles zu. Ich bekenne mich schuldig. Richtig. Soweit stimmt das, aber die Konsequenzen sind schwerwiegender, als Sie das vorher bedacht haben. Sie haben also das Stück schon wieder. Und es ist meine, nicht wahr? Und Klotz hat Ihnen gesagt, wo er sie hat. Mir wollte er es nämlich nicht verraten. Bitte, wovon sprechen Sie? Was für ein Stück? Na, ich meine, die Marke. Verstehen Sie? Mit dem Überdruck 50 zu 50. Eine große Seltenheit. Und Klotz, wer ist das? Er ist Kommissionshändler. Ein bekannter Makler der Prager Philatelistenbörse. Vor 2 Tagen hat er es angeboten. Dieses wertvolle Stück. Oh, es war eine fantastische Summe. Und Sie haben sie gekauft? Und dann besitzen Sie sehr viel Geld. Ach nein, nein, natürlich habe ich sie nicht gekauft. Das wäre mir überhaupt nicht... Ich habe gar keinen Grund. Warum auch? Die Marke ist möglicherweise... Oder war... Meine eigene. Allerdings kann ich es nicht beweisen. Klotz hat sie mir nicht gezeigt. Aber alles in allem gibt es bei uns davon nur 7. Ja, sowas ist doch eine Kapitalsanlage. Wer würde das heutzutage verkaufen? Sagen Sie, wer? Sie erhielten heute eine Postkarte aus dem Ausland. In Druckschrift. Sie war unterschrieben mit Suska und Kaya. Wer ist das? Ach, das wissen Sie schon. Na gut. Die beiden sind in Bayern. Mein Sohn und die Schwiegertochter. Wann und wo sind Sie nach drüben? Vor 14 Tagen fuhren sie mit dem Zug nach Turnow, ja. Die Namen Suska und Kaya sind bloß erfunden, sind Decknamen. Sie bedeuten nichts. Ganz im Gegenteil. Sie bedeuten sehr viel, Herr Wacher. Tut mir leid. Ihr Sohn und Ihre Schwiegertochter... Wieder zurück? Und Sie haben sie. Ach, deshalb ist die...
die Marke wieder aufgetaucht. Petter hat sie verkauft. An Klotz, nicht wahr? Vor mir hat er sich geschämt, seinen Misserfolg einzugestehen. Aber ich verzeihe ihm alles, sogar das Geschäft mit der Marke, wenn die zwei nur wieder da sind. Sie haben diese wertvolle Marke Ihrem Sohn mitgegeben. Ja. Ich weiß, das ist gegen das Gesetz. Wahrscheinlich können Sie das nicht begreifen. Jetzt noch nicht. Später vielleicht. Für seine Kinder begeht man auch mal eine Dummheit, die man dann bereut. Aber bestimmt wird sich alles aufklären, nicht wahr? Sie glauben nicht, wie ich mich freue. Die beiden sind da. Wann darf ich sie sehen? Ja, das sind sehr anständige Stücke. Die könnte man absetzen. Ja, wirklich sehenswert. So was ist lange nicht angeboten zu sagen. Moment, Herr Klotz. Ja. Würden Sie so freundlich sein? Da drüben der Herr hat Österreicher anzubieten. Wollen Sie die mal ansehen? Ja, einen Augenblick, mein Herr. Ich bin gleich wieder da. Das ist ja eine Rarität, mein Lieber. Na, nichts wie ran. So eine Rarität ist heutzutage äußerst selten. Da greift man zu. Wie viel sagten Sie gleich? Psst, tun Sie es bitte nicht laut, ja? Wie viel? Na, das ist ja geschenkt für so ein Schmuckstück. Für so eine Pracht ist das überhaupt kein Preis. Das ist so gut wie umsonst. Zögern Sie nicht. Blenden Sie das Geschäft, ich würde sofort das Doppelte bieten. Bitte einen Augenblick, Herr Klotz. Dürfte ich Sie bitten? Ja, was ist denn? Sie kennen mich nicht. Ich komme auf Empfehlung von Herrn Wachal. Ich besinne mich. Ja, den kenne ich. Ein erfahrener Philatelist. Im Vergleich zu ihm bin ich ein Laie. Bestellen Sie ihm Grüße. Nein, warten Sie. Ich wollte gerne etwas Wertvolles kaufen. Na, Sie sind originell. Das ist ja das Größte. Sie wollen hier nur irgendwie Ihre Moneten anlegen. Ja. Solche Leute gibt es so viele, dass ich damit den Wenzels Platz pflastern könnte. Aber so blöd wie Sie hat sich ja noch keiner angestellt. Ja. Ich gebe Ihnen trotzdem einen Rat. Ah, dort drüben, die Frau an dem Tisch. Sehen Sie? Ja. Also, da kaufen Sie erstmal einen Katalog. In dem steht alles schwarz auf weiß. Haben wir uns verstanden? Ich handle prinzipiell mit Marken. Nur auf äußerst korrekte Weise. Auf Wiedersehen. Vor einigen Tagen haben Sie eine besondere Marke verkauft. Überdruck, 50 zu 50. Jawohl, ganz recht. Es war nicht meine Marke, ich hatte es nur vermittelt. Hat er noch welche? Und wer ist es? Ist er hier? Also so nicht mit mir, damit kein Irrtum entsteht. Ich bin zwar ein kleiner, aber ein äußerst ehrenwerter Makler. Von mir kein Wort, mein Herr. Tabula rasa. Sollten Sie zufällig über klassische Bildung verfügen. Ich empfehle mich. Pardon. Bitte, Polizei. Das ist nicht fair und außerdem vollkommen überflüssig, weil ich Gentlemen wie Sie selbstverständlich unterstütze. Decken Sie das weg, Sie müssen ja nicht alle sehen. Aber, meine Herren, warum haben Sie nicht ehrlich gesagt, worum es sich handelt? Sie haben so einen herrlichen, erhabenen Beruf, den ich äußerst schätze. Mein Onkel hat auch so seinem Staat gedient wie Sie. Na, spricht das für mich oder gegen mich? Nun aber zur Sache. Name? Den des Onkels, oder? Nein. Den des Mannes, der Ihnen die Marke verkauft hat. Ui, das ist schlecht. Tut mir leid. Eben das ist mit Verlaub gesagt der Beschiss, dass ich ihn nicht kenne. Mach mal was. Wäre es nicht doch besser, an der Bar erst einen Kaffee zu trinken? Ja, machen wir. Aber bei uns. Gehen wir. Naja, was gibt es da schon zu sagen? Er war so etwa 55 Jahre, na, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und um die Mundwinkel hatte er so tiefe, ausdrucksvolle Falten. Ungeheuer charakteristisch. Ich würde sagen, nach den Händen zu urteilen. Intellektueller. Stimme? Was für eine Stimme? Das war das Besondere. Ein herrlicher, einschmeichelnder Bariton. Na, erzählen Sie doch weiter. Ja, ein herrlicher Bariton. Und das Auffälligste an ihm war, er sprach so, wie man schreibt. Lehrer haben im Allgemeinen diese Angewohnheit. Ich kenne aus meiner Schulzeit selbst so einen. Und die Haare? Die waren meliert. Etwas gewellt, wie frisch vom Friseur. Jede Frau würde ihn darum glatt beneiden. Seine Haare sind mir sofort aufgefallen. Haben Sie ihn vorher schon mal gesehen? Er war zum ersten Mal auf der Börse, das sage ich doch. Und verstand was von Marken? In etwa so viel wie Sie. Pardon, Verzeihung. Umso verdächtiger musste sie Ihnen erscheinen, diese Transaktion. Aber wieso? Es war ein Erbstück, sagte er. Oh mein Gott, ich muss nicht jede Erbschaft kontrollieren. Sie tun, als wäre ich Notar. Und bitte vergessen Sie nicht, dass er sie mir für weniger als den halben Katalogpreis überließ. Ja.
Na, bin ich vielleicht ein Idiot, dass ich mir so einen Fang entgehen lasse? Und für wie viel haben Sie schließlich diese Marke verscheuert, Sie Menschenfreund? Das ist ja eben das Malheur. Vorerst gar nicht. Keiner von den Interessenten konnte so viel Moneten aufbringen. Dann rücken Sie das Wunderding raus. Wir werden es inzwischen aufbewahren. Aber erlauben Sie. Na los schon. Da sind wir dann hier. Na, dann empfehle ich mich, meine Herren. Warum wollen Sie uns denn so plötzlich Sie verlassen? Sie werden so lange hier bleiben, bis ich herausstelle, dass Ihre Aussagen stimmen. Wachtmeister. Kümmern Sie sich einstweilen um einen Klotz. Er wird bei uns übernachten. Na, das ist ja ein Skandal. Das habe ich nun von meiner Gefälligkeit. Weniger für Ihre Gefälligkeit als für Ihren Schwarzhandel. Ich kenne mich nämlich zufällig sehr gut in Marken aus, verehrtester. Sie haben mindestens 1 Million Schiebung vorbereitet. Was ist? Jetzt leider nichts mehr. Wünsche angenehme Nachtruhe. Abendbrot bekomme ich ja wohl. Steht mir auch zu. Es ist Sex. Was Ihnen zusteht, bekommen Sie auch. Machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Ein wahres Prachtstück, was? Mir zittern vor Ehrfurcht die Hände. Und du bist sicher, dass es sich dabei wirklich um Wachals Marke handelt? Wachal wird das feststellen. Bei genauer Prüfung erkennt sie bestimmt wieder. Ich möchte es ihm nicht wünschen. Damit wäre der Mord an seinem Sohn bewiesen. Was meint ihr? Ob Klotz den Mörder wirklich wahrheitsgetreu geschildert hat? Die Beschreibung war recht präzise. Aber wo sollen wir ihn suchen? Ich rufe die Dienststelle Turnow an und gebe die Beschreibung durch. Die Jungs da oben kennen eine Menge Leute. Und außerdem, der junge Wachal hatte dorthin Verbindungen. Hey, komm vor! Wieso? Komm her, da bist du noch im Schatten. Komm her. Mehr links, links, links. Setz dich auf den Rand und nimm den Arm hoch. Schön das Händchen hinter dem Kopf behalten. So, sehr schön, sehr schön. Und nun ein bisschen lachen, aber nicht wackeln, nicht wackeln. So ist es gut und immer schön in die Kamera sehen. Na, das war doch prächtig. So, und jetzt machen wir mal was anderes. Zieh mal die Jacke aus. Pass mal auf, du gehst jetzt hinter dem Brunnen. Da, an diese Stelle, ja, da. Nun setz dich mal auf den Rand. So, ja, ganz natürlich und lächeln. Und so bleiben, bleiben. Wunderbar. Ja, ja, gut. Und jetzt still sitzen. Achtung. Fein. Warte, was können wir noch machen? Ich brauche noch sowas. Sowas Kesses. Na, versuch mal. Hier, sieh mal so. Ein bisschen nach vorn gebeugt. Und die Hände vielleicht so. Ja, bleib mal einstweilen so. Das ist auch nicht schlecht. Und vor allen Dingen nicht wackeln. Prima, na also. Ja, das könnte es sein. Die Haare, die Falten, der Blick. Sowas vergisst man nicht so schnell. Selbstverständlich ist er das. Ja, natürlich. Es besteht kein Zweifel, wenn ich jetzt noch die Stimme hören würde. Wir danken Ihnen. Sie können gehen. Was? Nach Hause darf ich? Na, bin ich Ihnen aber sehr verbunden, Herr Major. Sehr verbunden. Kaspern Sie doch hier nicht darum, Menschenskind. Sie sind ein alter Praktiker. Sie wissen doch ganz genau, wie der Hase läuft. Die Untersuchung ist natürlich nicht beendet. Nein, nicht. Gehen wir. Verstehen Sie das? Nun kommen Sie schon. Damit Sie das Mittagessen nicht verpassen. Das ist doch alles. Ist das überhaupt möglich? Er ist im ganzen Ort als anständiger Mensch bekannt. Umso schlimmer. Das bedeutet, der Mann ist raffiniert. Mit allen Wassern gewaschen. Bis jetzt können wir ihm nichts nachweisen. Auch die kostbare Marke ist für uns nichts weiter als ein Indiz. Er wird eine plausible Ausrede finden, wie er sie erworben hat. Der Mord an Wachal und seiner Frau wird damit nicht zu beweisen sein. Noch weniger der an Hollmann und der Malkova. Völlig klar. Das Feuer hat alle Spuren vernichtet. So viele Fäden und am Ende ein Mord. Sowas macht doch nicht einer allein und ausgerechnet er. Wie soll er das schaffen? Wenn wir erst mal wüssten, wie er die Verbindung aufnimmt. Und wer von Ihnen als nächster rübergeschleust werden soll. Und wie wär's, wenn es einer von uns mal versuchen würde? Das ist zu riskant. Ja, schon. Es wird nicht einfach sein, so einen Fuchs in die Falle zu locken. Hast du etwa schon einen Plan?
Na ja, mal sehen. Darf ich um Feuer bitten? Selbstverständlich. Ich bin Ihnen sehr dankbar, wirklich, für Ihr Kommen und dass Sie es mit Fassung tragen. Ja, ja, ist schon gut. Sie haben mich bestimmt nicht hergebeten, um mir nur Komplimente zu machen. Nein, das sind keine Komplimente. Außer Ihnen und uns weiß bisher niemand in der Stadt, dass Ihre Nichte und Hollmann nicht mehr existieren. Ich hoffe doch, Sie haben mit keinem darüber gesprochen, wie wir es vereinbart hatten. Warum sollte ich mich wohl von meinen Bekannten aufspielen mit so einer Tragödie? Aber Ihnen liegt auch sicher daran, dass wir den Mörder finden. Das wird wohl mehr Ihr Interesse sein. Für mich ist mit dem Tod Olgas alles zu Ende. Ich bin allein. Irgendwie werde ich es schon durchstehen. Was bleibt mir weiter übrig? Und wenn Olga die Flucht gelungen wäre, wären Sie hier geblieben? Nein. Es ist aber sinnlos, jetzt darüber zu reden. Sie irren sich. Es besteht noch begründeter Verdacht auf zwei weitere Morde. Höchstwahrscheinlich sind es nicht die letzten. Und wir sind nicht imstande, es zu verhindern. Deshalb habe ich Sie hergebeten, Frau Sachorowa. Die Postkarten mit der fingierten Unterschrift dürfen bei uns nie wieder auftauchen. Nie wieder. Begreifen Sie. Sie können uns helfen, den Mörder zu fassen. Ihr beseitigt doch nur jene Menschen, die etwas gegen eure Ordnung haben. Warum wollen Sie ihn unbedingt fassen? Weil die Gesetze unserer Ordnung auch die Menschen vor Bestien schützen, die gegen uns sind. Also auch Sie, Frau Sacharowa. Haben Sie mal überlegt, dass Sie auch nicht mehr leben würden, wenn wir die Morde nicht entdeckt hätten? Denn zweifellos hätten Sie sich doch an die gleiche Person gewandt. Wie können Sie denn wissen, was ich für Absichten hatte? Verbindung aufzunehmen mit einem Menschen, der Sie rüberschleust. Ist es so? Kennen Sie ihn? Aber Sie wissen, wie Sie an ihn rankommen. Sein Name? Ich weiß ihn nicht. Ich sollte einen Brief schreiben, ebenso wie Rudolf und Olga, und dann auf Antwort warten. Es wurde alles schriftlich vereinbart. Postlager und Hauptpost am Pilsenschiff für Sommerwohnung. Was wollen Sie eigentlich von mir? Wenn Sie ihm einen Brief schreiben würden. Nur einen. Eingeschrieben, selbstverständlich ganz vertraulich. Für einen sehr guten Bekannten. Sein Name ist, sagen wir mal, Josef Kritschmar. Der Sohn eines ehemaligen Zuckerfabrikanten aus Mähren. Danke. Gute Fahrt. Guten Tag. Sind Sie Herr Kretschmer? Persönlich. Und in aller Pracht. Essen Sie schnell zu Ende. Es wird bald dunkel werden und ich möchte zum Abend wieder zurück sein. Warum gehen Sie denn nicht mit mir bis dahin? Den Weg durch die Sümpfe kennt nur der Onkel. Ich bringe Sie bis zu einer bestimmten Stelle. Von da aus bringt Sie der Onkel rüber.
Ah, Sie haben sich die Arbeit aufgeteilt. Das finde ich gut. Hören Sie, hier sind doch schon viele rübergegangen. Wie viele? Machen wir, dass wir weiterkommen. Wir haben noch eine Stunde Weg. Ah. Na los. Sakra, hier hat's aber gebrannt. Was war denn das früher? Ein altes Forsthaus. Ah. Hier müssen Sie einen Augenblick warten. Da sehen Sie. Da drüben hinter dem Holzschlag, da blitzt ein Licht auf. Dem gehen Sie nach. Da treffen Sie den Onkel. Und dann auf 500 Schritt und Sie sind drüben. Ah. Na los, kommen Sie mit. Na, dann mal zur Kasse. Das geht mich nichts an. Mich bezahlt der Onkel. Ich muss jetzt zurück. Dann vielen Dank, Meister. Und ahoi. Lassen Sie sich's gut gehen in Ihrem Sozialismus. Wissen Sie, was klüger wäre? Sie machen sich auch auf die Socken. Naja, aber wer wird dann den anderen helfen, die noch... Ja, ich weiß. Widerliches Drecksstück. Ich schieße! Im Namen des Gesetzes, halt! Hände hoch! Halt!
Halt! Ich will wissen, wer Hollmann und die Malkova ermordet hat. Bertha. Und er hier. Ich habe lediglich auf schriftlichem Wege die Verbindungen hergestellt. Nichts weiter. Und die Postkarten abgeschickt. Aus Bayern. Der liegt ja. Herr des Himmels, liegt doch nicht. Du bist es selber gewesen. Du selbst hast sie umgebracht. Du! Also, wie war das? Aber die Wahrheit. Bertha hat sie umgebracht. Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass sie eingeschafft worden sind. In der alten Försterei. Du liegst ja. Und bestohlen hast du uns auch noch. Er hat die Leute alle ausgeraubt und alles eingesackt. Schweigen Sie. Was wir in Ihrer Wohnung gefunden haben, genügt. Wie viele Menschen hat Ihre Frau in die Sümpfe geführt? Sie muss es ja machen, damit er sauber bleibt. Er hat ihr gezeigt, wie man durch den Sumpf geht. Er kannte ja alle Stege. Geht selber auf drüber. Petr Wachal und seine Frau, sind sie auch dort ertrunken? Na? Sagen Sie uns wo. Also? Das wusste niemand, außer Bertha. Sie und Koschik haben sie ausgeplündert. Aber wie alles aufgeteilt wird, das haben Sie bestimmt. Wie wären Sie sonst in den Besitz der Marke gekommen? Und wie viele Opfer liegen noch in den Sümpfen? Stellen Sie das doch selber fest. Von mir werden Sie kein einziges Wort mehr hören. Los, abführen. Wir müssen Techniker anfordern und das Sumpfgebiet absuchen. Aber auch dann werden wir niemals alles erfahren. Jedenfalls herzlichen Dank, Unterleutnant. Das war unsere erste Zusammenarbeit. Im Grunde genommen unsere Feuertaufe. So einen Fall behält man in allen Einzelheiten. Das geht jedem so. Sie haben ein gutes Stück Arbeit geleistet. So gut, dass... Übrigens, den Stuhl bei mir in Prag, den haben Sie doch nicht vergessen. Nein. Musik.